Beauty-Raketen und liebe alle anderen, die sich auch für meinen No-Make-Up-Make-Up-Sommerlook interessieren. Ganz viele von euch haben mich angeschrieben, als ich auf Teneriffa war und dort meine Videos gedreht hatte, weil viele eben gesagt haben, ey, du siehst so frisch aus, so, was ist das für ein Make-up, was benutzt du für Produkte? Und ich habe jetzt einfach mal genau die Produkte, die ich auf Teneriffa mit dabei hatte, habe ich jetzt hier mal vorbereitet für dieses Video und ich zeige euch, wie ich diesen Look hier sozusagen schminke. Ich fange immer mit dem Concealer an, das ist einmal der MAC Pro Longwear, den benutze ich schon seit Jahren. Ich bin damit super zufrieden, weil es den eben auch in einer sehr hellen Farbe gibt. Also ich habe den jetzt in NW15. Davon trage ich auch immer nur so eine ganz kleine Minimenge auf. Also das bisschen reicht dann auch schon aus. Und dann werden erstmal die Augenringe verdeckt. Habe ich gerade verdeckt gesagt? Ich bin da natürlich abgedeckt. Oh Leute, ich sag's euch. Sagen immer alle Stilldemenz, Schwangerschaftsdemenz. Irgendwie die Wörter fallen einem nicht mehr ein. Aber irgendwie dauert das bei mir nach wie vor an. Einmal um das linke Auge. Ich mache das dann auch immer so ein bisschen auf die Nase. So hier so im oberen Bereich. Aber wirklich nur so ein ganz klein wenig. Also das soll ja eben dieser No-Make-Up-Look sein. Und da achte ich dann natürlich drauf, dass es eben so natürlich wie möglich aussieht. Da sehe ich gerade meine Lippen. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen Lippenpflege auftragen. Da hat mir meine Mama hier das hier gerade geschenkt. Ich glaube, den kennen auch ganz viele von euch. Der duftet ganz lecker, ist auch gut zum Mitnehmen. So, und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das passt jetzt soweit mit meinem Gesicht, da ist nichts irgendwie, was ich noch zusätzlich abdecken möchte, dann benutze ich hier meinen Studio Fix von MAC in der Farbe NC25. Den habe ich auch schon seit Jahren. Ich finde daran eben toll, dass er eben auch sehr gut abdeckt. Also ein Puder, was eben nicht ganz so leicht ist, sondern was halt auch noch dazu führt, dass eventuelle Rötungen gut abgedeckt sind, dass der Concealer dann eben auch sehr gut hält. Und ich finde, das ist dann auch eine ganz gute Base fürs Rouge zum Beispiel. Pony ist eine schöne Sache, aber eigentlich im Sommer nicht wirklich praktisch, weil auch ich schwitze darunter echt total, was dann super unangenehm ist. Aber ich finde, so sieht es eben, sieht es ziemlich natürlich aus. Für mein Augen-Make-up brauche ich gar nicht viel. Das liegt aber auch daran, dass ich eben die Lash Extensions gerade trage. Also die Wimpern, die ihr hier seht, das sind nicht meine natürlichen Wimpern. Der Vorteil ist einfach, dass ich keinen Eyeliner mehr brauche. Also zumindest so für diesen natürlichen Alltagslook. Das Einzige, was ich eben mache, ich habe hier von MAC so eine Base, die heißt Blanc Type Matte 2 Eyeshadow. Da schaue ich dann immer, dass ich so ein bisschen eben auf das Augenlid auftrage, damit das eben, ja, ebenmäßiger aussieht. Das haben wir schon ein paar in meinem letzten Get Ready With Me Video gesagt, so von wegen, mach mal hier die Haare aus deinem Gesicht. Ihr habt vollkommen recht, allerdings habe ich mir gerade meine Haare geföhnt und wenn ich mir jetzt den Pony zur Seite stecke, dann bleibt der genau da und ist den ganzen Tag nicht mehr zu gebrauchen. Darum versuche ich das jetzt gerade hier so ein bisschen nur so zur Seite zu schieben. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Also einfach, dass das Augenlid so ein bisschen gleichmäßiger auch aussieht. Dann habe ich hier ein ganz tolles Sommerrouge von The Body Shop. Das ist die Farbe Ginger. Ich finde es eben so toll, weil es eben auch so ganz natürlich aussieht. Superschöne, natürliche Farbe. Bei ProSieben damals in der Maske haben wir immer gesagt, wie von der Sonne geküsst, ne? So soll das ja aussehen. So, und davon mache ich mir dann auch so ein Müh auf das Augenlid noch drauf. Das gibt auch noch mal so einen ganz kleinen frischen Kick. So. Dann darf natürlich im Sommer auch der Highlighter nicht fehlen. Ich habe gestern auch eine Freundin hier unterwegs auf der Straße getroffen und die hatte auch so ganz schön Highlighter aufgetragen und das sah so schön aus. Und ich mache das eben auch. Also das hier ist der Honey Bronze Highlighting Dome von auch The Body Shop. Und davon trage ich mir dann eben immer hier auf dem obersten Punkt meines Wangenknochens, trage ich mir dann hier eben immer noch so ein bisschen auf und ich ziehe das dann auch immer so ein bisschen noch bis zu meinem, wie heißt das hier, dieser Augenbrauenbogen, ziehe ich mir das eben immer noch so ein bisschen hoch. So. Da sieht das schon sehr schön aus. Ich mache dann auch immer so ein bisschen noch hier oben dran an die Lippen. So, das sieht nämlich auch immer ganz schön aus. Und noch so ein bisschen so
in das innere Augenlid. So. Also ich finde es auch ein ganz tolles Produkt, weil man es einfach so an so vielen Stellen im Gesicht nutzen kann und dann einfach gleich viel frischer aussieht. So, jetzt ist natürlich der große Vorteil bei mir auch mit meinem Permanent-Make-up, was ich ja auch an den Augenbrauen habe. Ich muss dadurch an den Augenbrauen nichts mehr machen. Früher habe ich das immer so gemacht, dass ich eben so ein Augenbrauenpuder genommen habe und dann die Augenbrauen so ganz leicht nochmal definiert habe. Aber ich habe eben geguckt, dass man da nicht irgendwie so harte Striche sieht oder so, oder dass es halt auch nicht zu dominant aussieht. An den Lippen habe ich ja auch Permanent-Make-up, allerdings auch sehr, sehr natürlich, also es fällt einem nicht unbedingt ins Auge, wenn man es nicht weiß. Also auch jetzt gerade trage ich eben nur Lippenpflege, aber ansonsten nichts auf den Lippen. Im Sommer momentan mag ich eben sehr diese matten Lip-Liquide, sind ja dann keine Glosse. Also gerade die Glosse finde ich, die sind mir irgendwie zu klebrig. Gerade wenn im Sommer alles schwitzt und sowieso schon so klebt, finde ich es angenehmer, wenn die Lippen eben nicht so klebrig glossig sind. Und da benutze ich gerade hier auch von The Body Shop, welche Farbe ist das? Creed Carnation 030. Der lässt sich super leicht auftragen. Und ich finde, der sieht halt auch total natürlich aus. Also macht halt insgesamt einfach das Gesicht nochmal so ein bisschen frischer. Aber man sieht eben nicht so komplett geschminkt aus. Finde ich zumindest. Und das ist ja mein No-Make-Up-Make-Up-Sommer-Look. Also es ist natürlich so ein bisschen geschummelt eben durch das Permanent-Make-Up, weil ich dadurch eben nichts an den Augenbrauen machen musste. Durch die Lash-Extensions, weil ich dadurch eben auch keine Wimperntusche brauche und keinen Eyeliner. Wenn ich jetzt Wimperntusche benutzen würde, da habe ich vor ein paar Wochen noch von DM den Trended Up 24 oder irgend sowas gehabt. Den fand ich total super. Ich hatte nämlich eine Bindehautentzündung im Frühjahr und musste dadurch verschiedene Wimperntuschen einfach mal schnell einkaufen, die ich eben auch schnell wegschmeißen kann. Das heißt, sie sollten nicht zu teuer sein. Und da bin ich eben auf den Trended Up Mascara gekommen und ich fand den total super, habe den jetzt auch meiner Mama empfohlen. Also wer möchte, kann den auch mal ausprobieren. Ich würde da eben auch meine Wimpern, weil ich eben auch so ein dunkler Typ von den Haaren und so bin, würde ich die Wimpern jetzt schwarz tuschen. Ansonsten kann man die eben auch mit brauner Wimperntusche mal tuschen. Ich finde, das sieht dann eben auch sehr natürlich aus. Oder ansonsten einfach mal Lash Extensions ausprobieren. Finde ich eben auch jetzt gerade im Sommer eine tolle Sache, weil, wie gesagt, ich brauche überhaupt kein Augen-Make-up mehr dadurch. Da kann jetzt auch nichts mehr verwischen. Es sieht irgendwie frisch aus. Man braucht nur so ein bisschen Highlighter an den richtigen Stellen, ein bisschen Rouge und schon ist mal fertig. Also ist für mich auch eine super Zeitersparnis und da würde ich so immer wieder machen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.